Dezember 2023, wieder mal an meinem Geburtstag auf Nikolaustour. Heute waren wir in der schönen Hansestadt Wismar unterwegs und ich habe gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Jens-Holger Schneider, dessen Wahlkreis das hier ist, heute in Wismar kleine Gaben an große und kleine Wismarer verteilt, aber auch an Gäste, an Touristen, wie wir in vielen Gesprächen erfahren haben. Da sind die Leute aus der Uckermark gewesen, aus dem schönen Sachsen sind sie hier zu Gast gewesen. Und wir konnten unsere positiven Botschaften der AfD Mecklenburg-Vorpommern bis in die hintersten Zipfel der neuen Länder weiterverbreiten, was aber gar nicht so unbedingt notwendig ist, weil hier im Osten sind wir ja überall schon stärkste Kraft. Also es wäre mir lieber gewesen, wäre ich auch mit einigen Bewohnern aus den alten Bundesländern ins Gespräch gekommen. Wie ich finde, eine schöne Tradition, am Nikolaustag im Namen der Fraktion unterwegs zu sein. Im Anschluss an diese erfolgreiche Nikolaustour haben wir jetzt hier in Wismar einen Bürgerdialog der AfD-Landtagsfraktion hier in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit Jens-Holger Schneider. Wir werden uns mit den Bürgern über die anstehenden Kommunalwahlen im Juni nächsten Jahres unterhalten. Wir werden von unseren parlamentarischen Initiativen im Landtag hier in Mecklenburg-Vorpommern berichten und danach in einen lockeren Dialog gehen, wie es der Name schon sagt, Bürgerdialog. Dafür sind wir da. Arbeit vom Bürger, für den Bürger, direkt am Ohr der Bürger. Herzlichen Dank.